kleine Peter hat seine Mama und seinen Papa verloren. Ja, hallo, ich bin ja schon da, keine Sorge. Heute ist Sonntag. Gestern war ja der Riesenflohmarkt in Karlshorst, der Trabrennbahn. Das ist ja heute und morgen auch noch. Und da haben wir wieder ein bisschen gestöbert. War wieder recht interessant. Viele, viele Händler waren da. Nicht nur mit Eisenbahn, auch anderen. Anderem Zeug. Aber auch wie gesagt viel Eisenbahn. Da habe ich natürlich gleich wieder mal ein bisschen was gekauft. Und zwar beim letzten Video, wo ich da vor 4 Wochen habe ich ja da die E44 geholt. Da hatte ich ja so eine geschlossene Güterwagen geholt. Das war so eine hier. Kann man das sehen? Jo. Und gestern habe ich gleich mal noch mal einen gekriegt. 7 Euro. Gut, haben. Gut, hat er gekriegt. Denn zeige ich euch mal, weil ich da auch den letzten Mal erzählt habe, Schwerlastwagen. Hier, so, hier, hier. Das ist eigentlich ein Flachwagen, kein Schwerlastwagen. Der war noch vom letzten Mal. Wie gesagt, der. Gestern und dann haben wir noch was gekriegt. Und das sieht man ja nicht. Warum sieht man das nicht? Jetzt mal wieder zurück. Bisschen das Licht hier. Wo ist er denn? Da ist er ja. Nee, nicht dicht. Jetzt sieht man. Einen Kohlewagen, Selbstentlader. Was echt gut ist, weil ich schön finde, der ist noch im Originalkarton. Hier steht auch noch der Preis drauf. Da. Original DDR-Preis, 8,95 Mark. Denn. Auch original verpackt. Ein Güterwagen. Berliner TT-Bahn. Können den hier mal rausholen, dann sieht man das besser. Ja, hier doch in diesen Plastikschutz drin. So. Mit Bremserhäuschen. Ja, die kann man hier rausnehmen. Ja. Für so einen alten Wagen noch ganz gut. Dann haben wir noch was. Mal hier rumstoppen. Das war hier so ein komisch riesiger Containerwagen. Auch original verpackt noch mit Originalpreis. 4,90 Euro. 4 Euro. 4 Ostmark und 90. Alles gut verpackt noch. Alle waren gestern eben bei dem Einstand die 3. 35 Euro. Naja, 35 Euro. Ne? Ja. Und ja, hier 7. Jo, dann werde ich euch mal kurz zeigen, was da alles so auf dem Riesenflohmarkt wieder los war. Hab da mal wieder ein paar Bilder geschossen. Ich krieg das hier nicht zu. Dann bleibt das offen.
überzeug euch mal zu den die paar Bilderchen, die ich da gemacht habe. Viel Spaß. Ja, das war früh um 9 gewesen, wo ich da war, und da war schon ganz schön voll. Ich wollte mir mit dem André aus Berlin treffen. Der wollte erst um 11. Aber ich glaube um 11, ich bin bis um 11:30 war ich da. Das wurde immer voller und dann sind wir auch gegangen. Also meine Frau und ich. Gut, ich habe da mal mit diesen Wagen einen Zug zusammengestellt. Das sind jetzt die geschlossenen Güterwagen vom letzten Mal. Denn zwei sind Flachwagen und die anderen drei. Viel Spaß beim Zugucken.
Jo, das war dann für heute gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Pfingstmontag. Mir juckt es hier. Mir juckt so. Schönen Pfingstmontag noch. Bleibt gesund. Ach, beim nächsten Mal zeige ich euch dann ja noch, oder werde ich euch schon mal zeigen, ich habe da noch drei so eine den Personenwagen. Hatte ich beim letzten Mal auch noch geholt. Die zeige ich euch beim nächsten Mal. Also dann, bis später, euer Peter.